Mein Gott, die sind ganz schön aggro. Aha. Väterchen Frost, damit kühlen wir Suchongs Maschine. Genau. Die ist weg. Die ist weg. Ich brauche wieder ein paar. Ah. Sehr gut. Ein Pfeil haben wir wieder. Das finde ich jetzt nicht gerade schlecht, weil ich wollte eigentlich ein bisschen leiser vorgehen. Und jetzt nicht hier einen auf Rambo machen. Dafür gibt es Booker. Dieser Atlas ist in diesem Loch hier unten aufgetaucht und versucht, für Ordnung zu sorgen. Die Spleißer glauben, der Mann kann über Wasser gehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwie erinnert er mich an meinen früheren Arbeitgeber, Frank Fontaine. Der hat immer davon geredet, wie er dem alten Rapture abnehmen würde. Man sieht ja, wohin das geführt hat. Ja. Ist alles wunderschön hier. Wunderschön. Wir müssen ein bisschen mehr auf Luftschächte achten. Die können... Oh, diese Geräusche. Können auf jeden Fall... Können auf jeden Fall Abkürzung bringen. Hello? Ja? Atlas sagt, ich soll hier Väterchen Frost abholen. Du bist noch nicht lange hier, oder? Wie kommst du darauf? Du bist die Einzige von uns, die nicht stinkt wie das Reptilienhaus im Zoo. Ja, das ist aber nett von dir. Beeil dich. Aber nur Väterchen Frost, wir sind ja nicht die Wohlfahrt. Okay. Erstmal umgucken. Willst du die Tür nicht wieder zumachen? Naja, gut. Mir soll's ja egal sein. Masken, Gasmasken. Guten Tag. Waren Sie hier? Ah. Ein Drucker. Ich verstehe. Was haben wir denn hier? Hinweis an das Verkaufsteam. Wir akzeptieren keinerlei Ansprüche von Kunden wegen Verbrennungen, die sie sich angeblich in Zitat überhitzten 1958er Tauchkugeln zugezogen haben. Dennoch hat unser Marketingteam beschlossen, im Rahmen einer Werbekampagne Flaschen mit Väterchen Frost zu verteilen. Es gibt aber keine Rückrufaktionen für die 58er Modelle. Ich wiederhole, keine Rückrufaktion. Okay. Ja, das ist doch nett. So macht man das mit der Werbung. Also, Atlas meinte, ich soll rausfinden, wo wir am besten zuschlagen, wenn wir hier rauskommen. Aber das hängt natürlich davon ab, wann wir hier rauskommen, oder? Am 5. November? Da wird in Fort Frolic groß die Gründung Raptures gefeiert. Am Valentinstag? Da ist Arcadia sehr beliebt. Und wenn es irgendwann um Neujahr rum ist, hey, dann können wir bei all den aufgeblasenen Fatzkes im Restaurant Cashmere die Korken knallen lassen. Ja, und wer es nicht weiß, sollte sich Bioshock 1 angucken, weil da wird dann gezeigt, wo sie dann angreifen. Okay, warum kann ich hier hoch? Und weil ich hier hoch kann, warum kann ich hier hoch? Naja, hat noch keinen Grund. Was haben wir denn hier? Film ansehen. Message received. Received. Ryan. Los. Angucken. The time has come, brothers and sisters. Did you want to keep climbing Andrew Ryan's ladder? Just to watch him knock it down as you're reaching the top? The cards are stacked. That's a bunch of fine words. If there ain't deeds to back them up. Rapture was supposed to be different.
But the only thing that separates it from the slums of New York or Glasgow are about a million gallons of salt water. Ryan sent a clear message when he had Frank Fontaine put down. It's time all you land your place. I tell you what, Ryan. Message received. Loud and clear. And here's what the people of Rapture have to say to you. If you won't give us what we want, we're more than happy to come and take it. Ja, okay. Das ist auch netter, der Atlas, oder? Findet ihr nicht? Also ich finde schon super sympathisch. Willkommen im Zirkus der Werte. Super sympathisch. Dann nehmen wir noch zwei mit. Kein Tausch, kein Geldzug. Dann haben wir den Väterchen Frost. Natürlich gehen wir uns vorher einmal umschauen. Weil kann ja sein, dass wir hier noch irgendwas finden. Was wir brauchen. Oder wenn ich hier. Notiz. Atlas, es wird ungemütlich. Ryan ahnt etwas und schickt Leute los, um das Kaufhaus zu durchsuchen. Schlage vor, sie verbarrikadieren sich mit genug Vorräten in der Manta Ray Lounge. In dieser Manta Ray Lounge scheint irgendwas zu sein, was ich mir anschauen sollte. Ja. Vielleicht. Aber das können wir ja gleich mal machen. Manta Ray Lounge. Was haben wir denn jetzt hier gerade gehabt? Da. Lockpick. Hier haben wir noch ein bisschen Salze. Noch ein Lockpick. Was zum Heilen. Sagt Ryan, dass es hier unten sehr schnell heiß wird. Dieser verfluchte Kobold baut eine regelrechte Armee auf. Wenn ihr mich fragen würdet, was ihr ja nicht tut, dann sollte man da eine Crew reinschicken und aufräumen, bevor diese Typen vor eurer Tür stehen. Aber was erwarte ich? Dass so ein Undercover-Fuzzi die Wahrheit sagt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, Väterchen Frost. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Genau, was wir brauchen. Yep. Jetzt haben wir alles. Kriegst du die Reparatur jetzt hin? Klar. Quantenfeldgeneratoren habe ich schon im Kindergarten repariert. Gemeinsam werden wir die Welt neu erschaffen. Kriminelle Geschäfte? Ein Irrtum. Ein Trugschluss. Ihr habt nur Angst, dem Markt seinen natürlichen Lauf zu lassen. Das merkt doch ein Blinder. Hier schleicht jemand herum. Oh shit. Ja, halt doch mal die Klappe. Mann, dass das Ding immer direkt Krach machen muss. Ich wollte mich doch nur konzentrieren und still sein. Aber nö. Man wird hier immer direkt hingerichtet. Oh, der hat den Tee dabei. Cool. Und ich habe noch gesagt, mach die Tür zu. Aber hört man auf mich? Nö. Natürlich nicht. Was habt ihr jetzt davon? Na ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Erstmal zu der Montreal. Ich weiß. Und tschüss. Gute Nacht. Schlaf schön. Also hier waren wir ja schon drinnen. Hallo? Habt ihr nicht unseren Pfeil dabei? Oh, jetzt haben wir einen Pfeil verbraucht für dich, du Honk. Naja, gut. Hätte ich das mal... Wohl, sollte ich das ersetzen? Wenn ich mich nicht bewege, dann... Zerstören und die neue erstehen lassen werden. Bin ich ja unsichtbar. Ein Verstand nach dem anderen. Ja, ja. Nein, wag es nicht. Ohrenschmalz.
Das ist Gold wert. Du verschließt die Gehörgänge. Brian kann halt nicht mehr versklaven. Oh oh. Sieht er mich jetzt oder sieht er mich nicht? Ja, das sieht mich nicht. Du weißt rein gar nichts. Ryan manipuliert sie. Er gibt den Taktor. Wieder oben ist wieder so ein Eisspaten. Ist er denn nie da? Ist er vielleicht im Urlaub? Okay. Schön, wenn man... Das hab ich gehört. So klar wie ein Glockenschlag. Nicht so klar wie ein Glockenschlag. Willkommen im Zirkus der Wert. Na komm. Na komm. Für mehr scheinen wir keine Zeit zu haben. Oh, das ist natürlich schade. So, wo war jetzt diese komische Bay? Du willst alle Menschen gleichzeitig manipulieren? Die Lösung lautet Monterey Bay. Damit ist es kinderleicht, Kara. Oh, oh. Legen wir den erstmal pennen. Nein! Das ist natürlich fies. Okay, Revolver. Da! Monterey Bay Lounge. Oh, hier waren wir doch schon mal, oder? Oh mein Gott, sie zwingen ihn. Bist du nach Rapture gekommen, weil du es für schief? Hier waren wir doch. Hier waren wir doch schon drin. Was soll es dir denn geben? Den anderen nicht immer eine Nasenlänge voraus bist, wirst du der Erde hinterher. Das war doch hier, wo wir da das letzte Mal rumgetobt sind. Genau, hier oben. Hier dürfte es ja gar nichts mehr geben. Oh oh. Alles ruhig. Da waren wir ja schon drinne. Schauen wir mal, ob das aktualisiert wird, wenn wir hier reingehen. Aber wie gesagt, hier waren wir ja schon drin. Scheint auch nichts weiter zu sein. Ja, hier haben wir auch kein Geld mehr. Ja, wir haben kein Geld mehr. Und was genau soll ich jetzt hier sehen? Vielleicht hier? Hier ist nix. Da ist nur die olle Quietschdingens. Oh. Optional. In der letzten Nachricht von Atlas war eine Zeichnung von drei aufgereihten Weinflaschen zu sehen. Finde diesen Ort in der Bay. Drei aufgereihte Weinflaschen. Ich habe eine Idee. Na komm, hau mal ab. So, was ist da hin? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier sind auch keine Weinflaschen. Ah. Hier. Diese Flaschen. Genau wie bei der kodierten Nachricht an Fontaine. Entschuldigung, ganz kurz husten.
So. Mal gut, dass er Darmschuhe hat. Fontaine und Atlas. Verdammt. Das sag ich dir. Ich war auch geschockt, als ich das erste Mal erfahren habe. Ja. Chinesen. Stimmt. In dem Buch von Bioshock, da hat er, glaube ich, 6 Monate lang einen Chinesen gespielt. Überzeugt. Suchong, ich werde mich klar und deutlich ausdrücken, damit wir uns nicht missverstehen. Wo zum Teufel ist das Ass im Ärmel? Glauben Sie, Sie können Frank Fontaine übers Ohr hauen? Ich habe gutes Geld bezahlt für die neuesten Waffen. Ich werde diesen Krieg nicht verlieren, nur weil Sie jemanden gefunden haben, der Ihnen mehr bietet. Und eins kann ich Ihnen sagen, ich war noch nie ein guter Verlierer. Ja. Das war er. Noch nie. Kann ich so bestätigen. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Noch ein bisschen Eve. Und nun ja gut. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Müssten wir das auch genau in Ordnung gebracht haben. Dann müssen wir jetzt wieder zurück, um die oder Maschine zu reparieren. Im Silverfin. Los. Kleine Ellie. Beweg dich. Auf geht's, auf geht's. Oh, Ladebildschirm. Ich sagte Sender kommen. Ich will all diese Idioten. Marionetten. Ja, allesamt. Ja, genau. Du hast den Durchblick, mein Freund. Deinem Äußeren nach zu urteilen, könnte das interessant werden. Aha. Wollen wir du das jetzt? Wo war denn? Ach. Nee, hier sind wir falsch. Oh, oh. Okay. Er ist noch auf der Suche. Bleib hier! Wir können noch viel mehr aus dir machen. Keine Handzeichen. Und komische Blicke. Kara, ich weiß einfach, dass sie über mich... Na, komm. Komm. Offenbar! Drücke F für einen Erste-Hilfe-Kasten. Ui. Da ist er gegen mich gelaufen. So ein Pfosten. Das ist natürlich, wenn man unsichtbar ist, ne? Schon blöd, wenn einer gegen einen läuft. Hm, naja. Gut, dass wir erste Hilfetaschen haben. Hatten. So, wo müssen wir denn hin? Ich tue niemandem weh, wenn da müssen wir hin. Aber sie zwingen mich. Oh mein Gott, sie zwingen ihn. Immer noch. Oh. Meine Güte.